Hallo, ihr Lieben. Heute mal wieder eine andere Aufnahmesituation. Und ich versuche auch mal nicht so durchzurauschen, sondern ganz, ganz bewusst hier bei euch zu sein. Nämlich bei all denjenigen, die auch mit Stricken, Häkeln und Wolligen, Verrücktem, Bunten, Dezenten, wie auch immer gearteten Garnkreationen hier zusammen mit uns und mir auf den Internetkanälen unterwegs sind, die begrüße ich aufs Allerherzlichste und heiße euch herzlich willkommen in meinem Strick- und Häkel-Podcast. Viele von euch schauen mich regelmäßig, was mich sehr, sehr stolz macht. Und ich es immer noch nicht so richtig glauben kann, trotz der langen Zeit, nämlich schon seit 6 Jahren, und ich so viele treue Zuseher und Zuseherinnen habe, die mir auch ganz lieb kommentieren. Das hat mich wirklich dazu bewegt, immer weiterzumachen. Wenn es auch manchmal so ist, dass ich denke, es gibt so viel Neue, so viel Junge, so viel tolle Sachen zu sehen. Warum ich? Ja, aber das will ich jetzt auch nicht wieder herausfordern, dass ihr dann ganz viel unten reinschreibt. Ja, wir finden dich so toll. Das geht mir ja so, so wohlig warm ums Herz herunter. Aber ja, es muss einfach gesagt werden, denn es ist nicht selbstverständlich, gerade in der heutigen Zeit. Und es macht mich glücklich. Und wenn es euch auch ein bisschen glücklich macht, hier mir zuzusehen und mir zuzuhören, wenn ich mein Kuddelmuddel vor der Kamera hier ausbreite und bei weitem nicht so vorbildlich und perfekt, wie es eigentlich manchmal gewünscht ist von mir. Viele von euch finden es gerade gut, dass ich eben nicht so perfekt bin. Sylvia Leike halt, das hat sich auch als Ausdruck etabliert inzwischen. Auch das finde ich ganz bemerkenswert. Ja, also lege ich mal los. Genug des Vorgeplänkels. Ich wollte es mir halt ein bisschen gemütlicher machen heute mit euch und hoffe, es wird auch trotzdem interessant. Ich habe keine bestimmte Reihenfolge, euch zu zeigen. Ich mache das ganz sporadisch. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Mein Göttergatte läuft durch den Garten. Er hat angefangen, Rasen zu mähen, obwohl der Himmel etwas zweideutig ist. Wir hatten ja so, so heftige Temperaturen übers Wochenende, 30 Grad. Das war also auch derartig abartig. Und jetzt sind es tatsächlich wieder nur 10 oder 12 und es windet. Und ja, auch sonst fällt ihm das jetzt auch alles nicht mehr so leicht, trotzdem, dass eben nicht mehr so warm ist. Aber ich schaue gerade hinterher. Ich sitze hier gemütlich und der arme Mann rennt durch den Garten. Gestern Abend habe ich aber auch fleißig geholfen, bis fast die Sonne untergegangen ist. Haben wir auch im Garten gearbeitet. Und das, was er jetzt macht, das muss er sowieso alleine machen. Also habe ich gedacht, nutze ich die Zeit, setze mich daher und rede mit euch. Wenn es brummt, das ist der Rasenmäher. Ne? Beim Auffegen und Aufkehren helfe ich natürlich wieder. Deswegen will ich es auch nicht zu lang machen. Und jetzt habe ich schon wieder so viel gequatscht und nichts gezeigt. Ich war jetzt gerade dabei, euch zu erklären, dass ich keine Reihenfolge habe. So von wegen fertige Projekte und angeschlagene Projekte und Work in Progress und also Sachen in Arbeit und UFOs und Strickpläne und Häkelpläne. Das kann ich gar nicht, dann könnte ich nicht aufnehmen, dann würde es nicht klappen. Ich mache das so frei Schnauze und ich habe mir auch schon mal vorgenommen, da so ein richtiges Drehbuch zu schreiben und dann werde ich aber irgendwie gehemmt. Weil ich dann denke, habe ich jetzt alles eingehalten, was ich aufgeschrieben habe. So ist es halt bei mir. Na gut, ich will euch mal was Uraltes zeigen. Was mir urplötzlich auch wieder großen Spaß macht. Überhaupt alles, an dem ich gerade stricke und häkle, macht mir so viel Spaß,
dass ich alle anderen Aufgaben, die hier so anfallen, schlichtweg vergessen könnte, um mich diesen schönen Sachen zu widmen. Könnt ihr euch noch an das hier erinnern? Oh, es hängt die Plastikschüssel, hat hier ein. Ich habe so eine Plastikbox, die hat einen kleinen Riss, da bleibt die wohl hängen. Könnt ihr euch an das hier noch erinnern? Das ist wirklich auch ein Uralt-UFO. Ich habe Inventur gemacht und habe tatsächlich noch Uralt-Sachen gefunden, die kurz vor fertig sind. Oder wo ich einfach nicht wusste, was mache ich damit. Ich sag euch, die Wolle, die habe ich immer mitgenommen, weil mich die Farben und das alles so gereizt hat. Das ist hier von Langjans Linello. Das ist, wenn euch die Farbe interessiert, halte ich es euch mal rein. Könnt ihr einen Screenshot machen oder es ablesen. 100 Gramm, 280 Meter. Man braucht für einen Pulli in Größe M circa 400 Gramm. Maschenprobe 30 Reihen, 20 Maschen. Es sieht toll aus. Es sieht auch toll aus, wenn es verstrickt ist, wie hier in meinem Muster. Aber es strickt sich nicht schön. Also ich stricke es nicht gern. Es ist was, was ich nie mehr brauche. Aber egal. Beim Aufräumen habe ich es gefunden und habe gedacht, jetzt mache ich es fertig. Ich bin ja sowieso so ein bisschen in der tatsächlich UFO-Mania, dem Modus, trotz der vielen neuen Sachen. Aber da, wo nicht mehr so viel zu machen ist, das habe ich mir jetzt fest vorgenommen. Dann habe ich wieder überlegt, was mache ich? Soll ja ursprünglich, sollte es ein Rock werden. Dann zwischendrin habe ich gedacht, ich mache ein Oberteil draus. Dann wäre es so rum. Hätte also von unten nach oben gestrickt. Da habe ich gedacht, nee, das sitze ich ja drin wie in einer Presswurst. Dann habe ich gedacht, Rock, das ist aber schmal. Also habe ich es mal auf zwei Nadeln gezogen und bin mal reingeschluppt. Und ich so, was soll ich euch sagen? Es ist schön als Rock. Ich ziehe im Sommer gern Röcke an. So, wenn man so in kurzen Höschen rumrennt, so toll sind die Altersbeine nicht mehr. Und ein Rock ist halt viel luftiger wie eine Hose, ne? Wenn es heiß ist. Und da habe ich gedacht, okay, auf zwei Nadeln gezogen, bin mal rein, gedacht, geht. Aber ich will keinen Minirock, sondern Knie umspielt. Hat auch von der Länge her gepasst. Ich habe jetzt noch so zwei Rapporte mit dem Zopfmuster ab hier dran gestrickt und habe ja das ausgenutzt, wenn diese Farben sich hier wechseln im Verlauf, habe das immer ganz gut geklappt, dass meistens beim Farbwechsel auch ein Zopfwechsel zustande kam und das hat das noch so ein bisschen hervorgehoben. Und jetzt, wo ihr die ganze Zeit schon hier oben das Knallige seht, fragt ihr euch sicher, was soll das werden? Das gibt das Rockbündchen. Und mir war klar, dass ich dieses Garn, dieses hier, für den Rockbund und schon gar nicht in Zopfmuster nehmen kann. Wir hatten schon mal irgendwann in einer meiner Videofolgen drüber gesprochen und eine von euch meinte doch, du musst ja nichts dran stricken. Da haben wir nämlich schon mal darüber philosophiert, ob ich nicht einen Rock stricke da draus oder dass der Rock fertig werden könnte. So, zu meiner Schande, er liegt immer noch da oder lag immer noch da. Und hat mir jemand den ganz tollen Tipp gegeben, kauf doch elastischen Stoff und näh das dran. Aber mich hat so ein bisschen vor der Näharbeit gegraust. Ich war mir nicht klar, wie ich dann den elastischen Stoff an das Abgekettete dran kriege. Also das war mir noch so suspekt für mich. Viele von euch würden das mit links machen, aber das ist nicht so meine Stärke. Also habe ich überlegt, wenn ich jetzt ein Bündchen stricke, dann nehme ich mal, das sind ja Vierer-Rapporte hier, das sind vier Maschen für den Zopf und vier linke als Abstand. Und dann habe ich überlegt, okay, das nehme ich jetzt erstmal auf und nehme dünnere Nadeln. Vorher habe ich auf Lückennadeln gestrickt, auf drei kommen, sind das Vierer? Ich kann es nicht mehr lesen. Ich glaube, das sind Vierer. Ja, ich glaube, das sind Vierer oder Dreieinhalber. Oder sogar 3,75. Ich glaube, ich habe auch mal Lückennadel 3,75 gewählt und bestellt. Das sind Holznadeln fest. Ach, da steht ja was. Haha. 3,5 tatsächlich. 3,5.
das kann man kaum lesen. Fest ohne Schraubsystem, die sind toll. Und ich habe sowieso eine Weile gebraucht, bis ich gewusst habe, mit welchen Nadeln ich dieses Garn verstricke. Metall ist zu glatt. Ich hatte erst einmal das hier auch ein Schraubsystem. Das ist die Knit Pro Symphony 3,5. Gute Übergänge, aber das war zu glatt für die Wolle. Denn die Wolle ist auch sehr glatt. Glatt und gleichzeitig sperrig. Also habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt das Bündchen dran stricke, höre ich natürlich mit dem Zopfmuster auf und gehe eine Nadelstärke runter auf die Dreiernadeln hier. Auch ein Schraubsystem. Nein? Doch? Nee, fest. Ich habe so viel unterschiedliche, also so viel Schraubsystem und Nicht-Schraubsystem, je nachdem, was ich stricke. Ich muss sagen, ja, so semi. Die hat auch sogar eine ganz kleine Stelle, die Nadel, wo das Holz ein bisschen, ein klein bisschen beschädigt ist. Und da habe ich schon ein bisschen farblosen Nagellack drauf gemacht, so ein Tupfen. Aber es geht beim Stricken, man merkt es nicht. Also gut, ich habe die Dreiernadel genommen, bin in 2-2-Muster und habe natürlich eine Weile gesucht, bis ich eine Wolle fand, die, und das war mir ganz wichtig, eine gewisse Dehnbarkeit hat. Also diese hier, die ist ja, wenn man, ist ja ganz, ganz, ganz starr. Ganz furchtbar starr. Und dachte ich, wenn ich so ein Garn, also ich habe nämlich auch noch Leingarne und Secondo heißt es eine. Und also ich habe noch so ein paar schöne Baumwollgarne, auch mit Glitzer. Also glatt, glänzend, alle Effekte. Aber für das Bündchen wollte ich jetzt partout eine weiche Wolle, dünne Wolle, trotzdem stabil, passend zu dem hier, also sozusagen die eierlegende Wollmilchwolle. Ja, und da habe ich das Bobbelchen hier gefunden, habe ich gedacht, oh, das Orange passt gut dazu, denn das ist schon die Überlegung vorneweg, vielleicht hole ich das nachher auch noch schnell, drücke auf Pause. Ich habe ja jetzt noch so viel übrig. Davon kann ich ja auch noch ein Top stricken, was zu diesem schönen Rock passt. Das muss ein weites, das muss ein längeres Top sein. Und damit ich das auch noch verarbeite. Und wenn das Top, die Wolle nämlich nicht reicht, die hier, habe ich noch ein schönes Bändchengarn in diesem Knallorange. Und dann kann ich dieses Bändchengarn in Knallorange mit diesem hier verwenden. Und wollte schon mal schauen, wie das harmoniert und hat halt, wie gesagt, das ist von Hobby ein Sockengarn. Die haben auch wunderschöne Farbverläufe in ihrem Sockengarn. Und das dehnt sich halt, ne? Das ist elastisch. Das hat hier, das merkt man schon, ne? Und das war mir wichtig und für die Dreiernadel halt ein bisschen dünner. Dann habe ich noch ein schönes handgefärbtes gefunden, das war glaube ich mal von Bohai Jans, das wäre auch gegangen, ne? Hätte natürlich ein bisschen neutraler ausgesehen, aber ich brauche das vielleicht noch für was anderes. Deswegen liegt es jetzt nur mal in der Kiste. Und dann habe ich von Drops Fabel das schöne Garn gefunden. Und das ist ja auch dieses wirklich tolle Sockengarn von Drops. Auch das ist elastisch und hat halt dieses schöne Melierte, passt also auch dazu. Denn ich stricke jetzt das Bündchen in Streifen und bin jetzt noch beim Stricken am Überlegen, wie ich es weitermache. Also vielleicht ziehe ich es zwischendrin auch nochmal auf 2 Nadeln, um es drüber zu ziehen und zu gucken, wie es wird. Die Grundüberlegung war, ein ziemlich langes Bündchen zu machen und oben bei den letzten Reihen ein Hutgummi mit reinzustricken. Aber ich weiß noch nicht mal, ob ich es tatsächlich so mache oder ob ich das Bündchen auch länger stricke und dann lieber doch umklappe und ein breites Gummiband reinmache. Also das ist noch nicht ganz ausgegoren. Im Moment bin ich ganz happy, dass ich jetzt schlussendlich auf diese Lösung gekommen bin. Und ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Und macht mich glücklich. Und das ist ja schlussendlich die Intention, nicht nur beim Stricken glücklich zu sein, sondern auch dann, wenn man ein Projekt tatsächlich fertig hat und es auch ansehen möchte. Und jetzt
bin ich tatsächlich auch wieder versöhnt mit der Wolle und bin auch schon am Überlegen, welches Top ich dazu mache. Und es muss natürlich auch zu dem Zopfmuster ein bisschen passen und so weiter und so weiter. Also das Hirnschmalz ist nach wie vor am Brutzeln. Aber wenn der Rock mal fertig ist, könnte ich zumindest sagen, ich habe ein UFO fertig. Und dann ist mir schon klar, dass ich wieder überlegen muss, was ziehe ich dazu an? Was oben drüber? Ja. So ist das mit uns Strickerinnen. Ja, ach die. Also ich habe einige Podcasts wieder geschaut in letzter Zeit. Und jetzt komme ich nicht auf ihren Namen, das will ich gar nicht weiterreden. Wenn er mir wieder einfällt, rede ich nochmal drüber. Es gibt ja ganz viel Neue. Manche sind sicher wert zu schauen, manche kann ich gar nicht alle im Blick haben. Ich musste mal rausgucken, mein Baum da draußen, der biegt sich im Wind. Oh, und der hat jetzt diese zarten Blätter. Ach, und die Magnolien, die haben so toll geblüht und die haut der Wind jetzt alle runter. Das ist ja immer so, wenn die Magnolien blühen, dann dauert es nicht lang, gibt es einen Wettereinbruch und alles ist dahin. Ja, dann zeige ich euch das, solange ich noch Aufnahmezeit habe, was demnächst das Haus verlässt und beim nächsten Video wahrscheinlich nicht mehr da ist. Es darf gar nicht mehr da sein, denn es muss fertig werden. Heute ist Dienstag. Ich weiß noch nicht, wann ich den Film hochlade. Möglicherweise erst am Donnerstag, denn ich habe heute noch Enkelbetreuung und eine Freundin vom Enkelkind ist auch dabei und wir wollen morgen einen Ausflug machen. Und so weiter und so weiter. Deswegen nutze ich jetzt die Zeit noch zum Aufnehmen, aber zum Hochladen werde ich heute nicht mehr kommen. Das wird eh Wochenende. Und an diesem Wochenende hat das Enkelkind auch Geburtstag und das Strickgeschenk soll fertig sein. Bis dahin, da muss ich noch ein bisschen Gas geben. Und alles, was ich euch heute auch noch zeige, darf nicht so viel weitergehen, denn erst muss ich das fertig machen. Aber ich bin schon bei den Ärmeln und die sind so weit. Ein Ärmelchen und das andere Ärmelchen auch. Sind beide gleich lang. Jetzt habe ich aber nicht mehr so viel von meinem Spezialwollgemisch, wo ich eine Boppelwolle mit einem Glitzergarn von Teddy, es war aber eine andere Farbe als die, ganz dünnes, ganz tolles Beilaufgarn. Ergibt diesen ganz wunderschönen Effekt, wie ihr seht. Und die Bobbelwolle ist von der Julia Vulpedia mit Perlchen. Und da hatte ich auch, muss ich gleich dazu sagen, ich hatte ja schon einiges gestrickt am Ärmel, in glatt, rechts, in runden. Und so wie ich es gestrickt habe, und ich war schon hier mit einem Ärmel, da war das so brettig. Und ich hatte auch zu viel, der Ärmel war viel zu weit. Und das war so brettig irgendwie so. Ach, habe ich gedacht, nee. Und ich hatte auch keine Lust mehr, mit dem Garn irgendwie rundherum zu stricken. Das hat keinen Spaß gemacht. Ich weiß nicht warum. Ich habe mit Magic Loop probiert. Ich habe mit Dreier-Nadelset probiert. Also mit den flexiblen Adi. Oder war es Neko? Ich weiß es nicht. Die beiden darf man ja nicht miteinander vergleichen. Aber ich benutze beide. Wie auch immer. Und dann fiel mir ein, dass die Monika von Momas Wollwelt, die hat mal irgendwann erzählt, dass sie manche Ärmel nicht in Runden strickt, sondern glatt, also flach. Habe ich gedacht, ja, das mache ich auch. Dann hatte ich aber wieder Angst davor, wenn ich das, habe ich natürlich weniger Maschen hier genommen als vorher, weil das vorher viel zu weit war. Und dann hatte ich Bedenken, oh, da musst du ja wieder linke reinstricken, wenn du hier flach strickst. Und irgendwie das Garn, so schön wie es aussieht, so toll auch am Körperteil. Da habe ich ja so ein kleines Sternchenmuster mit reingestrickt. Hatte ich euch ja alles schon mal erzählt. Und habe ich gedacht, nee. Und dann fiel es mir wie von Schuppen von den Augen. Ach, probier doch mal eins links, eins rechts. Denn das eins links, eins rechts habe ich ja auch hier oben in der Passe. Zwar mit einem anderen Garn. Das hätte ich auch besser hier gemacht. Hier habe ich ein Perlmuster genommen. Das wirft sich so ein klein bisschen. Ist ja auch logisch. Es ist zweifach gehalten gegenüber dem dünneren Garn. Hätte ich das einfach auch nur eins links, eins rechts gestrickt, wäre besser gewesen. Aber da ist das Sylvia-like wieder mal mit mir durchgegangen.
Aber egal, ich bin so weit. Hab nicht mehr allzu viel von der Wolle, habe ich es euch schon mal gezeigt. Jetzt habe ich nur noch eingenäult. Jetzt muss ich das mal wiegen, halbieren, damit ich die Ärmel gleich lang noch mit dem Garn stricke. Und wenn das aufgebraucht ist, dann kann ich noch, wie die Streifen hier sind zum Beispiel, einen Streifen machen. Denn von dem Garn habe ich noch und dem tolle Flauschgarn habe ich noch. Also da kann ich dann improvisieren und mache wahrscheinlich das Abschlussbündchen auch so wie hier unten am Jackenteil das Bündchen ist. Muss es halt länger machen, muss halt so lang machen. Sie hat schon ziemlich lange Arme und das Legchen ist schon reichlich, passt aber schon. Aber ich habe mir gedacht, wenn es wenigstens bis nächstes Jahr um die Zeit auch noch passt oder noch ein bisschen länger, wäre ja nicht schlecht. Das Wachstum geht ja jetzt nicht mehr so rasant. Vielleicht, vielleicht auch nicht. However, ich muss das noch stricken, die Bündchen, also die haben lange noch Bündchen dran und die Blende. Und da bin ich mir auch noch nicht sicher. Ich habe ja noch das Garn. Es wäre natürlich am gescheitesten, auch so einen Abschluss zu machen. Aber da muss ich halt gucken, was mir noch, wie es noch reicht. Und wie ich den Verschluss mache. Also das hat jetzt, ist die Priorität Number One, denn am Sonntag, heute ist Dienstag, am Sonntag muss es fertig sein. Ist zu schaffen, ne? Also dann darf ich natürlich auch nicht so viel mich ablenken lassen wieder von anderen Sachen. Und diese Ablenkung hat natürlich wieder hervorragend funktioniert. Ja, so gut. Ich habe es euch in Instagram gezeigt. Wer mir in Instagram folgt, der weiß das schon, was ich wieder angestellt habe. Also ich hole es mal her. Denn ich habe YouTube geschaut, habe ja Lisbeth Nitz geschaut und die zeigt ein fertiges Teil, nämlich den Field Sweater, den ich auch die Anleitung, ich glaube, letztes Jahr um die Zeit schon gekauft habe. Ich weiß gar nicht mehr. In dem Moment, wo der rauskam und es gab den Einführungsrabatt, habe ich den bestellt und der wurde ja auch gehypt ohne Ende. Und wer das jetzt nicht weiß, von was ich rede, zeige ich euch mal ein Bild auf Yellow. Oh, ich muss aufpassen, erstmal Markierung. Ich habe hier in der Anleitung mit dem Clipper markiert, wo ich gerade bin. Das muss man bei der Anleitung unbedingt machen. Das ist der Filzwetter. Und ich bin an dieser wahnsinnig tollen Passage hier oben zugange. Und es hat mich auch ein bisschen abgeschreckt gehabt bislang, dass ich von anderen, die schon gestrickt haben, gehört habe, die Passe wäre sehr anspruchsvoll. Und ja, wie immer, wo viel Licht, da viel Schatten. Also ich habe es in dem Moment, als die Lisbeth in ihrem Kanal, in ihrem letzten YouTube-Film, ich glaube, es war die Nummer 30, wenn es euch noch interessiert, in dem die das Ding gezeigt hat, als es anhatte und anfing zu erzählen. Und dann habe ich gedacht, die Wolle habe ich ja auch liegen. Und sie hat nämlich von der Wolle geschwärmt. Sie war auch an dem Stand bei der H&H und hat sowieso einen speziellen Hintergrund dazu. Eben diese Art von Wolle, BC-Garne, Loch Lomond, Biogarne, vordergründig im Blickfeld zu haben, um schöne Sachen damit zu stricken. Und das hat mich auch sofort daran erinnert, dass ich das Garn ja als in Projektmenge, Pullovermenge da liegen habe und die ganze Zeit immerzu am Überlegen bin, was stricke ich aus diesem tollen Garn? Ich habe an eine Jacke gedacht mit Zopfmuster, an ein Modell vom Thorsten Duit, von, ach, ich weiß nicht, wie viel Zopfmusterjacken ich mir angeguckt habe. War aber nie so richtig überzeugt, ob ich davon wirklich eine Zopfmusterjacke haben will. Ich weiß es nicht. Aber als ich Lisbeth in diesem Pulli sah, genau in dieser Farbe, und mir einfiel, dass ich das ganz umliegen habe und schon lange überlegt, was mache ich endlich damit? Und von meinem Lebensalter her gibt es ja bestimmte Wollen, die ich auch jetzt bald noch verarbeiten sollte, wenn ich sie noch längere Zeit tragen will. Also gut, lange Rede, gar keinen Sinn.
Ich habe angeschlagen. Ich habe euch in Instagram gezeigt. Ich habe es morgens, zweimal morgens gleich nach dem Aufstehen, bin früher aufgestanden, habe das Kaffee gemacht, meinen Mann im Bett liegen lassen. Er ist ja auch Rentner, logisch. Und habe gestrickt. Und so weit bin ich jetzt. Also man kann das Muster jetzt noch nicht so gut erkennen. Wie es der bei der Lisbeth, als sie den Pullover getragen hat. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Dieses Gezopfe mit Büschelmaschengezopfe. Aber es wird gut. Also ich bin ziemlich sicher, dass es gut wird. Ihr seht, ich habe für jeden Rapport eine Markierung reingehängt. Das schien mir sinnvoller. Vielleicht kann man es so nochmal besser sehen. Ja, so kann man es ganz gut sehen. Und ich war ja dann schockverliebt, weil ich das nämlich auch anhatte. Die Wolle ist robust. Robust und trotzdem weich. Wie soll ich sagen? Das ist ein Wahnsinnsgefühl, diese Wolle zu haben auf der Haut. Also, ich kann es gar nicht beschreiben. Mir gefällt es sehr und ich hätte das nicht gedacht. Und habe bei der Aufnahme ich habe ganz normal klassisch angeschlagen mit dem, oh, wie heißt das, Kreuzanschlag. Hab auch nach Anleitung ein Rippmuster gestrickt, da gibt es kurzes und ein langes. Ich habe ein langes genommen und habe dann aber auch gleich, was nicht in der Anleitung steht, hinten verkürzte Reihen gemacht. Kann man das sehen? Das heißt, hier ist dieser halbmondförmige Bereich, in dem ich mit verkürzten Reihen mehr Masse gegeben habe, damit der Pulli später hinten. Und zwar bereits hier schon, wenn man es glatt aufeinander legt, ne, glatt aufeinander gelegt, hinten höher kommt. Das war mir sehr wichtig. Ihr wisst, ich habe da so einen speziellen Faible dafür. Der Nachteil ist halt, es wellt sich so ein bisschen hier. Also dadurch, dass das Zopfmuster dann es wieder zusammenrafft, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Ich weiß noch nicht genau was. Aber mir schwebt schon was vor und dann habt ihr wieder eine Überraschung. Ja. Ich vielleicht auch mal gucken, ob es was wird, was mir so vorschwebt. Es kommen nämlich später nochmal verkürzte Reihen im Rücken irgendwann. Mal gucken. Und als ich so fröhlich vor mich hingestrickt habe, weil es mir so einen Spaß gemacht hat, und das ist schon anspruchsvoll, aber trotzdem kann man sich da wunderbar eingrooven in das Muster. Man darf nur nicht, steht auch drin, wenn man es weglegt, unbedingt markieren, wo man ist, sonst weiß man das nämlich nicht mehr. Aber mit dieser Wolle konnte ich auch ohne Zopfnadel verzopfen, die zwei Maschen, die jeweils immer so ein bisschen verzopft werden. Manchmal ist es eine, manchmal sind es zwei. Und das kann man auch ohne Zopf, also ich kann es auch ohne Zopfnadel hinbekommen. Aber speziell auch, weil diese Wolle so ist, wie sie ist. Dieses Griffige, ne? Das hat so was Griffiges und die flutscht dann nicht weg. Wenn man dann so die Schlaufen auf der Nadel hat und nimmt das mal raus, die Nadel, um das zu verdrehen fürs Verzopfen. Oder nach hinten oder nach vorne zu legen. Die Masche haut nicht ab, die bleibt so ein bisschen stehen. Also das hat schon einen riesen, riesen Vorteil. Wer das noch nicht kennt, das habe ich jetzt leider vergessen nochmal zu betonen. Loch Lomond ist BC-Garn. Das ist hier von Krempkes Handelgesellschaft. Ich mache euch das nochmal hier so rein, damit ihr das seht. Es gibt verschiedene, die das vertreiben. Und mich hat auch gerade das Rot ist nicht so ganz meine vordergründige Farbe, aber ich habe dann doch festgestellt, dass er mir gut steht. Bin ganz überrascht. Aber ich habe ja auch das Rot in meiner Brille. Ist mir auch nicht so auffallen. Erst bei dem Foto, was ich für euch geschossen habe, für Instagram. Also das hat gegenüber manchem UFO-Projekt so richtig Suchtfaktor. Und wenn man dann mal an so einer Wunde dran ist, dann weiß man, man braucht ein bisschen Zeit. Und dann kommt man in diese Situation, die ihr alle kennt, dass man denkt, oh, das ist die nächste Runde, fange ich jetzt auch noch an. Ich will wissen, wie es weitergeht. Und dann kommt dieses, oh, nur noch eine Runde. Nur noch eine Runde. Da könnte man mal ein Lied singen drüber, ne? Ja, aber ich glaube, ich hab mir vorgenommen, das bis zum gewissen Stadium voranzutreiben. Und dann, wenn der Glatt-Rechts-Teil kommt, dann ist es auch ein schönes Mitnahmeprojekt. Vielleicht bei einer Autofahrt oder so. Ja.
Das hat eigentlich Zeit. Eigentlich ist es auch kein Frühjahr-Sommers-Projekt, aber das ist mir ehrlich gesagt auch egal. Und das trifft auch auf das nächste Projekt zu, was ich euch jetzt noch zeigen möchte. Und zwar, hatte ich euch ja erzählt von meinem Osteranschlag. Und was ist fertig geworden? Ach ja, das Christkochtuch ist fertig geworden und mein Weihnachtsanstrick ist fertig geworden. Und ich habe noch ein, zwei angefangene Tücher und vor allen Dingen in meiner Planung. Oh, jede Menge Tücher. Ich weiß gar nicht, was ich das stricken soll. Oh, ich habe das Alruntuch angeschlagen. Die Heike von Mondlichtgarn hat ja jetzt wieder ein ganz tolles Video hochgeladen. Jetzt kürzlich, ihr neuestes. Ich kann euch nur empfehlen. Ich werde ihren Kanal unten verlinken, denn das habe ich am Sonntagmorgen, da hatte ich so eine ruhige Phase am Sonntagmorgen. Och, da habe ich mich so gemütlich gemacht und habe Heikes Podcast geschaut. Und dabei logischerweise, was habe ich gestrickt? Mein Osteranstrick. Das Alruntuch, das ist ja auch von ihr. Soweit ist das gediehen. Und wenn ihr jemals ein Gefühl haben wollt von weicher Wolle, zarter, weicher Wolle, Kuschelfaktor hoch 10, dann habt ihr da die richtige Kombi. Das gewickelte Seidengarn in Lace-Stärke, das Ganze verkauft sie als Set. Das habe ich hier, was habe ich da? Nee, ich habe die falsche Dings von dem, sorry, Vorführeffekt. Das ist auch das Falsche. Ja, ist immer das Letzte, das wisst ihr ja. Ja, 50% Seide. Nee, das ist es auch nicht. Das ist das Kontrastgarn. Was habe ich denn da mit meinen Ringelchen gemacht? Irgendwas habe ich falsch gemacht. Also das hier ist das Kontrastgarn. Hier, das dieses schöne Lochmuster ergibt. Und zwar ist das 75% Schurwolle, 20% Seide, 5% Stellina. Was habe ich denn hier gemacht? Ich habe Mondlichtgarne Banderolen einfach hier reingeschmissen in das Kistchen. Das war natürlich nicht gut. Jetzt kann ich es euch gar nicht richtig sagen. Ah, hier habe ich 50% Seide, 50% Merino, extra fein. Das hat unglaublich Glanz und das ist auch eine Farbe, die ich sehr, sehr mag. Und die kommt hier als Streifen vor. Und der Mittelteil wird zweifach gehalten. Einmal mit einem Surigarn, was die Heike gefärbt hat. Mit kleinen Speckels, das ist jetzt also sehr dezent, und einem Lace-Garn, das so aussieht, hat die gleichen Flecken wie hier das Surigarn. Die zwei werden zusammengehalten. Das war ein Set, sie bietet da verschiedene Sets an, inzwischen auch farbenprächtigere, die haben mehr Farbe wie das. Ich muss sagen, ganz am Anfang war ich so ein klein bisschen enttäuscht, weil ich ja so immer so auf Farben stehe, ne? Aber die kleinen Farbtupfer hier, die sind auf der linken Seite, kann man es vielleicht besser sehen, sind auch gelbe dabei. Die machen jetzt doch Spaß. Und ich finde, es ist auch für mich mal ein Tuch, was von der Farbe her sicher Sinn macht. Und mal ein bisschen aus dem üblichen Rahmen, wie mein knalliges buntes Zeug. Und es steht mir sicher auch gut. Und es ist so weich, es ist so weich. Das Alruntuch, die Anleitung bekommt ihr dazu, wenn ihr das Set bei der Heike bestellt, aber ihr könnt es auch mit vorhandener Wolle aus euren Vorräten stricken. Ist kein Hexenwerk. Sie hat jetzt noch zwei Tücher, die mich alle beide reizen, neu vorgestellt, komplett als Garnpaket erhältlich mit Anleitung. Das ist ein Tuch, das eine nennt sich Reisetuch und hat ganz viel Glitzer. Kann man mit Glitzer stricken, muss man aber nicht. Aber gerade mit Glitzer finde ich es unglaublich toll. Ist ja auch ganz en vogue, ganz in dieses Jahr. Haben ja auch alle Leute erzählt, die von der H&H kamen, dass Glitzer ganz groß die Mode wird. Und da muss ich sagen, bin ich ja absolut, ich habe es nicht gewusst und habe es schon die ganze Zeit favorisiert, Sachen mit Glitzer zu stricken. Das ist doch auch nicht verkehrt, dass man schon vorausprescht, ne? Denn bei der Jacke für die Kleine habe ich ja schon Glitzer mit drin. Da ist schon ganz viel Glitzer mit drin. Da ist, könnt ihr leider in der Kamera nicht sehen, aber das Garn hat Glitzer.
kann man es ahnen. Das kann man ahnen. Ja, und das hier hat kein Glitz, aber dafür Flausch. Oh, unglaublich. Flauschrausch, kann man da wirklich nur sagen. Und es wohnt in so einer tollen Kiste hier. Und auch da, wenn ich es stehen sehe, an irgendeinem Plätzchen, wo ich es hingestellt habe. Was passiert? Ich könnte sofort dran weiter stricken. Also ich könnte jetzt auf Ausknopf drücken und stricken. Ja. Aber dann will ich unbedingt noch was erwähnen. Es hat auf jeden Fall, Gott sei Dank, geklappt, mit meiner Holunderelfe zu verschicken. Die Hannelore hat sich gemeldet. Sie hat ihr Päckchen erhalten. Sie hat mir geantwortet. Da bin ich mega glücklich, dass das. Und im Gegenzug bekam ich von jemand anderem ein Paket. Päckchen, heute kam es an. Und zwar hat mich die liebe Astrid angeschrieben. Die Astrid, den Nachnamen sage ich jetzt nicht. Die eine Astrid, ich habe es mit einigen Astrids zu tun, hat angeboten, mir einen Boppel zu schicken, den sie noch in ihrem Stash liegen hat. Und sie würde ihn gern für meine Sommerdecke spendieren. Ist der nicht toll? Sagenhaft. Und meine Sommer, guckte mal, sie hat sich nämlich gedacht, hey, der passt doch. Ja, natürlich passt der. Für meine großen Runden, sie hat ja mitbekommen, als ich das nochmal gezeigt habe, dass ich große Runden zu stricken habe und meine Knäuelchen, die ich da noch habe in meiner Kiste, nicht sicher war, ob die reichen. Ja, und außerdem musste ich aber in diese Sommerdecke auch einen Boppelrest von einer anderen Astrid, Astrid aus Köln. Ich weiß, du schaust meine Videos ganz regelmäßig und du hast mir diese wunderbare rote Boppelwolle mal spendiert. Und auch die muss natürlich in die Decke mit rein. Und da habe ich hier so, es ist ein bisschen hart, das Rot da drin. Aber es, ich glaube, es hat sich doch schön aufgebaut durch das hier. Und dann habe ich mir wieder frei die Fantasie. Ich bin vollkommen abgewichen von der Ursprungsanleitung. Es war mal eine Anleitung von Morben Design. Und aus Gracie Pattern. Und ich habe mich größtenteils, also ich habe mich dran gehalten bis hier. Als es mal zum Erliegen kam, ich hatte keine Lust mehr, mich so streng an der Anleitung zu halten. Wobei das hier, ich muss das nochmal raussuchen, das Muster gefällt mir nämlich sehr, sehr gut. Diese, wo das so gelb ist und sind das eine tolle Muster? Das Muster, ach ja, hier bin ich schon abgewichen. Hier unten kam das Muster vor und das hat mir so gut gefallen. Da fing ich an abzuweichen, dass ich es hier nämlich nochmal gemacht habe. Und ich bin schon fast am Überlegen, ob ich es nicht nochmal mache. Wobei ich schon so in Richtung Abschlusskante tendiere und mir auch hier wieder selber was ausgedacht habe. Habe ich Muscheln dran gehäkelt und von hinten Muscheln dagegen. Und habe halt hier, das fand ich so witzig, dass das Türkis an der Stelle, das habe ich mir alles selbst ausgedacht, hier nochmal zum Vorschein kommt. Durch tiefer gestochen, hinten tiefer gestochen. Und das, ey Leute, wie sieht denn das aus? Und jetzt kann ich trotzdem den tollen Boppel, da kann man ruhig nochmal weitermachen. Vor allen Dingen mit dem Gelb, ne? Gelb, Rosé. Und dann habe ich auch noch Wolle hier. Die ist jetzt nicht hier drin, die liegt noch in einer anderen Kiste. Ich habe noch ein bisschen von dem Blau. Also es bleibt spannend. Nur da könnte ich auch jede Zeit sofort mich hinsetzen und ein Stück weiter häkeln. Aber ich habe auch nur zwei Hände und einen Kopf. Aber ich wollte auf jeden Fall mich jetzt auch auf diese Weise nochmal bei der lieben Astrid bedanken, dass sie mir diesen schönen Boppel geschickt hat. Und der hat eine schöne Qualität. Der ist halb Leinen, halb Baumwolle. Hatte ich auch noch nicht als Boppel. Eignet sich gerade auch bei diesem Sommerdeck, es geht ja dann schon Richtung Endkante, eine gute Stabilität. Passt perfekt. Vielen Dank. Ja, eigentlich bin ich jetzt mit dem durch, was ich euch jetzt zeigen wollte. Und ich komme auch auf die 40 Minuten. Das heißt, ich kann das Filmchen hochladen ohne Fissimatenten. Ich brauche nicht schneiden, ich brauche nicht rumzukaspern, ich brauche nur hochladen und die Infobox zu füllen. Das schaffe ich jetzt aber nicht mehr. Ich habe nämlich jetzt gerade nur noch eine Stunde Zeit, bis ich die Kinder hole. Und dann bin ich erstmal beschäftigt. 2 Tage.
freue mich aber auch drauf. Nur dass das Wetter jetzt ist, es, morgen soll es 7 Grad sein, ey Leute. Ohne Worte. Reden wir jetzt nicht drüber, ne? Ich würde nur gern von euch mal so ein Feedback haben, ob euch diese Aufnahmesituation hier gefällt, ob ihr die favorisiert. Mir gefällt es ganz gut. Ich sitze hier ziemlich entspannt. Nur weil ich so halb schräg sitze, schuppert sich mir alles hier so hoch. Aber damit müsst ihr leben. Ich muss damit leben. Nobody is perfect. Und überhaupt. Hauptsache, wir hatten wieder Zeit miteinander. Und da habe ich euch wieder ein Fröschchen mitgebracht, was euch grüßt und sagt zu euch, strickt und häkelt schön, bis wir uns wiedersehen. Eure Sylvia.